Ich schwöre euch, meine Großmutter kam nicht aus Italien und trotzdem wollen wir jetzt mal eine uralte Geschichte aus Italien machen und zwar Spaghetti Carbonara nach Originalrezept. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Kennst du schon? Ja. Carmen, wir gehen mal runter zum Herd. Guck mal, wir können gleichzeitig gehen. Ja, das ist hier, das sind Special Effects hier. So, was hier schon kocht, ist unser Pastawasser. Das sind ungefähr 3 Liter und wir geben so 10 Gramm Salz, also 30 Gramm Salz auf 3 Liter, 10 Gramm auf einen Liter. Habe ich hier ein paar Spaghetti, die kommen da jetzt hinein. Immer das Problem, Öl ins Wasser. Nein, macht es nicht. Ist überhaupt nicht notwendig. Gebt die Spaghetti, die Pasta in kochendes Salzwasser hinein und lasst sie da erstmal kochen, ab und zu mal umrühren. Mehr muss man nicht machen. Diese Pasta braucht ungefähr 9 Minuten, bis sie fertig ist. Spaghetti Carbonara. Ganz, ganz viele hier in Deutschland machen die Carbonara mit Sahne. Rezept ist so einfach wie nur irgendwas. Ich habe hier Parmesan grob gerieben. Ich habe noch ein restliches Stückchen Parmesan, das kommt nachher als Garnitur oben drauf. Mhm. Ich habe für 4 Personen jetzt hier 250 Gramm Bacon, feiner Speck. Mein Kumpel in Italien, der nimmt so ein richtig schönes Stückchen Bauchspeck und er schneidet so große Kanten davon. Ist total lecker, aber ich weiß, meine Kamerafrau Carmen freut sich immer, wenn der Speck ein bisschen feiner ist, tut dem Originalrezept auch nichts zur Sache. Das kommt jetzt in unsere Pfanne hinein. Vorweg ein gutes Olivenöl. Damit braten wir unseren Speck erstmal an. Und in der Zwischenzeit, den lassen wir mal so ein bisschen vor sich hin brutzeln, dass das Fett so schön ausbrät. In der Zwischenzeit schlagen wir mal die Eier auf. Und zwar pro Person ein ganzes Ei. Und ich habe nachher noch ein Eigelb extra. Und diese Eier kommen jetzt nur in eine Schale hinein. Unsere Eier hier, die werden jetzt mit Pfeffer gewürzt. 4 Stück für 4 Personen. Bitte kein Salz hineingeben, weil der Speck ist salzig genug. Und wenn wir die Eier so aufgeschlagen haben, dann geben wir da schon unseren Parmesan dazu. Einfach mit rein in die Eiermasse. Und das rühren wir mal so durch. Dann kann das hier schon mal so ein bisschen stehen. Carmen, film noch mal rüber zu unserem Speck. Schau mal, so sieht das jetzt hier schon aus. Wichtig ist jetzt hier, dass der Speck ein bisschen ausbrät. Schau mal, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Mein vorbereitetes Eigelb, das kommt natürlich auch hier mit hinein. Nur ein Eigelb? Das ist nur ein Eigelb. Mhm. Um dieses Eigelb noch mal zu erkennen. Wenn wir mit ganzen Eiern arbeiten, dann haben wir ja nachher eine sehr feste Masse. Und ihr kennt das. Wenn ihr ein Frühstücksei kocht, was zuerst fest wird, ist das Eiweiß, also das Eiklar, außenrum, das ist fest. Und in der drinnen, das Eigelb im Frühstücksei, das ist noch cremig. Und diese Cremigkeit, die wollen wir nachher in der Soße haben, deswegen unterstützen wir das noch ein bisschen mit einem zusätzlichen Eigelb. Pasta nochmal probieren. Mhm. Pasta ist al dente. Ich will sie nur mal eben einmal kurz abgießen, unsere Pasta. So, Nudeln hinein. Achtung, es darf noch ein bisschen Wasser drinne bleiben und nicht abschrecken. Um Gottes Willen nicht abschrecken. Wisst ihr, wie schwierig das ist? Michael im Bild zeigt. So eine Frau. Frauen können doch immer mehrere Dinge gleichzeitig. Kann ich auch. So, einfach. Hier, komm mal hierher, Schnuggel. Hier wird gedreht. Schau mal, da haben wir jetzt unsere Pasta mit unserem Speck. Und da ist nichts weiter drin, kein Knoblauch, kein besonderes Kraut, gar nichts, nur Speck. So, und da kommt jetzt unsere Eiermasse oben drauf. Pro Person ein Ei, ein ganzes Ei, Parmesan, ungefähr dieselbe Menge und nochmal ein zusätzliches Eigelb. Das geben wir da jetzt alles auf einmal hinauf und rühren das jetzt nur noch unter. Die Pfanne muss ein bisschen abgekühlt sein, weil wir wollen alles, aber wir wollen jetzt keine Rühreier produzieren. Und das bisschen Kochwasser, was jetzt noch an den Nudeln noch dran ist, das hilft uns auch hier eine vernünftige Soße zu erzielen, also eine Cremigkeit.
So, Carmen, was sagst du? Oh, das sieht lecker aus und das oder? Sieht ganz lecker. Wir müssen natürlich jetzt nur darauf warten, dass das Eigelb natürlich trotzdem oder das ganze Ei ein bisschen gar wird. Aber noch einmal, kein Rührei. Lecker. Was? Das sieht doch schon mal ganz, ganz gut aus, oder? Das sieht richtig gut aus. Und wie lange hat das jetzt gedauert? Keine 10 Minuten. Nee, das ist wirklich jetzt mal ein schnelles Gericht. So, und da kommt jetzt noch guter Parmesan. Kräftig obendrauf. So, schau mal, Carmen. Oh, das sieht gut aus. Jetzt soll ich probieren. Ja. Unsere Kamerafrau Carmen. Und was sagst du? Oh, lecker. Also bei der Nudel ist so ein Film drum. So fühlt es sich auf der Zunge an. Also so eine Cremigkeit, ja, ne? Ja, so richtig lecker. Also, Und was sagst du? Wir haben hier nun überhaupt kein Salz reingemacht. Also mir fehlt da nicht. Also das finde ich jetzt auch wirklich mal richtig gut. Schmeckt lecker. Leute, ihr wisst ja, was ich jetzt mache. Carmen, ich wünsche dir weiter guten Appetit. Du hast ja Hunger, ne? Danke. Wir haben euch lieb, Carmen hinter der Kamera, ich vor der Kamera. Tschüss, ihr Lieben. Alles klar, tschüss. 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 Everybody, the upcoming performance will be